Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen Stefan De Brato. Stefan, ich grüße dich, hallo. Servus. Schön, dass du heute kurz Zeit hast für uns. Ist ja heute ein freier Tag irgendwo auch, aber danke dir dafür. Stefan, erzähle uns kurz Schweinfurt. 3-1 gewonnen, gehen wir aber erstmal auf die erste Halbzeit ein. Da lagen wir ja nach 20 Minuten zurück. Wie hast du es von draußen gesehen? Ja, ich habe eine spielstarke Schweinfurter Mannschaft gesehen, die wirklich auch richtig, richtig gut Fußball gespielt hat. Wir hatten natürlich auch viel Glück. Mausi hat natürlich auch ein paar gute Bälle gehalten. Aber ja, das war im Großen und Ganzen die erste Halbzeit. Okay. Was hat Daniel dann in der Halbzeit gemacht, dass dann doch ein bisschen anderer Schwung reinkam? Ich weiß es ja nicht, weil ich habe mich draußen aufgewärmt, aber ich glaube, dass er halt nochmal ein paar taktische Anweisungen gegeben hat, wie er es halt immer macht, wo ich auch mal in der Kabine dabei war. Und halt, ja, wir hatten ja auch dann in den ersten 15 Minuten Glück nochmal, sage ich mal. Da sind auch nochmal einige Chancen gewesen. Ja, und zum Ende hin ist ja immer besser geworden. Wenn du sprichst es gerade an, besser ist gar keine Frage. Du hast in 9 Minuten 3 Tore geschossen. Du warst insgesamt ca. 15 Minuten auf dem Platz. Was hat dir Daniel Weber gesagt, bevor er dich eingewechselt hat? Mach 3 Buden oder was? Nein, er hat eigentlich zu mir gesagt, ich soll meine Chance nutzen. Ich habe in jedem Spiel eine Chance, sagt er immer. Ja, mit der ersten Chance hat es nicht ganz geklappt. Der erste Ball ist etwas weiter drüber gegangen, aber auch vielleicht dem Platz geschuldet. Ja, und die zweite Chance war halt dann umso spektakulärer, sage ich mal, weil ich wollte eigentlich flanken, der Ball rutscht mir über den Spann, fliegt total komisch. Ich habe es mir auf dem Video jetzt nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, keine Ahnung. Es ist passiert, das ist mein Tor. Da redet keiner mehr drüber irgendwann, glaube ich, außer dass ich ein Tor geschossen habe. Ja, aber da war der erste Streich. Ein paar Minuten später folgte gleich der zweite Streich. Wie war das? Ja, langer Ball von Mausi. Das war gewollt. Der Ball kommt durch, ruft einmal auf und dann habe ich mir einfach gedacht, wie ich es halt schon öfter auch gemacht habe, den Torwart einfach zu überlupfen, den Ball drüber zu heben, und es war auch gewollt und dann hat es auch geklappt und dann waren natürlich die Polen offen, dann haben sie riesig gefreut, weil von dem eigentlich nicht geglaubten Punkt auf einen Sieg hat keiner gedacht und ja. Ja, dann war die Euphorie mal ein paar Minuten länger, sag ich mal, weil erst in der 89. hast du dann das 3-1 geschossen. Wie ist das zustande gekommen? Capo hat sich gut durchgesetzt über außen, hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt grünen wir das Ganze noch, Stefan, und hat ihn mir dann netterweise auch noch quergelegt. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt auch noch mache, dann glaube ich, kann es ein brutaler Abend werden im Bus. Und wurde es ein brutaler Abend? Ja, auf jeden Fall. Es war super lustig, es hat Spaß gemacht, wir haben viel Gaudi gehabt und besser wie so einen Unentschieden oder so eine Niederlage mit dem Bus, so eine weite Fahrt zu machen. Jetzt waren die letzten Spiele ja von den Punkten her immer schön, aber ich glaube, wenn ich dich oder auch die anderen Spieler gefragt habe, wart ihr nicht immer ganz zufrieden mit eurem Spiel. Hat man zurzeit diesen sogenannten Bayern-Dusel? Wir fahren einfach zurzeit Punkte ein, die für den Klassenerhalt wichtig sind, oder woran liegt das momentan? Ja, ich sag mal, wir haben schon auch ein bisschen Dusel, aber wir hatten ja auch viel Pech am Anfang der Saison, dass wir immer relativ schnell auch Tore kassiert haben. Was wir natürlich auch haben, ist meine Meinung, dass wir halt auch eine starke Bank haben, weil man sieht ja auch am Hauki, der wird auch, kommt öfter auch rein, und zum Schluss sind die Gegner halt einfach am Ende. Und wenn er natürlich immer noch reinkommt, der Vollgas geben kann, dann ist es halt immer schwer mit so einer Qualität. Und gegen Schweinfurt hat es ja auch ein bisschen geklappt mit der Einwechslung. Du sagst es. Dein Bruder war netterweise nicht dabei, weil er eben krankheitsbedingt zu Hause war, hat aber natürlich am Live-Ticker es verfolgt, hat dann auch verkündet, dass du 2 Tore geschossen hast, musste sich dann ja revidieren. Er hat aber auch vor der Saison einen Satz zu mir gesagt, wo ich immer noch schmunzeln muss, wenn du Tore schießt. Er sagte, wenn du vorne stehst, den Ball bekommst, bist du gnadenlos. Ist es wirklich so? Ich selber sehe es nicht, vielleicht nicht so, wie es manch andere, aber es ist immer toll, wenn das viele sagen. Das heißt ja, dass ich es auch so mache, und bis jetzt bin ich immer ganz gut gefahren und habe natürlich auch meine Tore immer gemacht, wenn ich eine Chance hatte, etwas größer, sage ich mal. Ja, dein Bruder hat auch mir gesagt vor der Saison, du wirst auf jeden Fall viele Tore für den VfR schießen. Behält er recht? Und wenn ja, denk dran, du darfst nicht mehr als 38 schießen, weil sonst beendest du deine Karriere, hast du mal gesagt. Ja, ich glaube 38, wenn ich schieße, dann ist es wirklich soweit, aber ich will viele Tore schießen. Ich bin einfach ein Stürmer, der Tore schießen will. Ich will einfach immer Tore schießen. Das habe ich schon immer gern gemacht. Und zu viel es geht halt auf jeden Fall. Aber ich
gehe mal schwer davon aus, dass das keine 38 wird. Okay. Wie siehst du dich selber? Ich meine, du bist jetzt von einer anderen Liga, von einer anderen Qualität, dann in die Regionalliga gewechselt. Das ist ja doch ein anderer Quantensprung gewesen, in Anführungszeichen spielerisch. Wie siehst du jetzt deine Saison? Du hast jetzt ein paar Einsätze gehabt, du hast ein bisschen reinschnuppern können, du hast verschiedene Gegner jetzt auch schon gehabt, hast auch mal die Härte in der Regionalliga gemerkt. Wie bist du angekommen? Wie ist es für dich jetzt? Es ist super. Es ist am Anfang war es enorm schwer, diese Geschwindigkeit und auch das Training, weil ich es halt einfach gar nicht gewohnt war. Die Qualität der Liga ist überragend, also richtig, richtig gut. Und dann spielst du natürlich auch sowas wie gegen Bayern und gewinnst auch noch 1-0, auch wenn es ein bisschen wehtut als Bayern-Fan. Aber, aber ich glaube, das kannst du diesmal verkraften, das oder? Das kann ich verkraften, ja. Und die Tabelle steht ja momentan auch sehr gut mit den zwei roten Vereinen über uns, mit dem blauen Verein unter uns. Das passt perfekt, so wie es ist. Aber die Liga ist ein Riesenunterschied. Das ist wirklich, viele, die immer zuschauen, denken das gar nicht. Aber was da wirklich dahinter steckt, also da kann die Bezirksliga wirklich nicht mithalten. Das muss man mal ganz klar so sagen. Also wer Daniel kennt, weiß ja immer, der hat ja immer Talent mit Spielern, wo er das Potenzial sieht und führt die auch immer an die Regionalliga ran oder an diese Qualität. Also hat er dich wahrscheinlich auch immer wieder mal im Einzelgespräch gepusht. Aber was haben die Jungs gemacht, dass du so gut reinpasst? Sie haben mich richtig, richtig gut aufgenommen. Es gibt einfach wirklich, wirklich richtig coole Typen in der Mannschaft. Also wir sind ja auch wirklich viele Neue gewesen. Wir waren 9 Neue und überhaupt nicht auf der Seite zu sitzen, wo die ganzen Alten sitzen, ist wirklich richtig cool. Dann habe ich natürlich mit dem Suki noch einen gefunden, der mich gleich von Anfang an mitgezogen hat. Das ist echt, es hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Also ich verstehe mich mit allen richtig gut und das war eigentlich immer mein Wunsch. Deswegen habe ich nicht so viele Vereine gewechselt, weil ich wollte immer eine Mannschaft, wo mich auch die Leute mögen. Und ich glaube, ich komme ganz gut an. Also mit dem Mannschaftsabend habe ich es dann, glaube ich, geschafft. Mannschaftsabend, ihr wart auf der Wiesn, habe ich gehört, stimmt's? Nee, beim Mannschaftsabend haben wir nach dem Bayern-Spiel Essen im Burgerhaus, dann waren wir in einem Partybus und dann sind wir noch in den Club gegangen zum Feiern und das ging dann auch alles auf meine Kappe, weil ich das alles so geplant habe. Und das war dann so unser Mannschaftsabend, den wir zum Einstand zahlen müssen, die Neuen. Also das war der offizielle Mannschaftsabend, aber ihr wart auf der Wiesn ja auch, habe ich gehört, und da habt ihr es auch ein bisschen ausklingen lassen oder ein bisschen Spaß gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also, es sind super lustige Bilder rausgekommen. Es war am Montag. Das war ja auch ausgemacht, dass wir dann gehen dürfen, wenn wir die bestimmte Punktzahl holen, die der Daniel uns vorgegeben hat. Ah, er hat euch mit Punkten quasi gelockt, dass er feiern dürft. Ja, genau. Er hat gesagt, wenn wir das und das schaffen, was wir wahrscheinlich selber nicht alle so geglaubt haben, aber wir haben es geschafft. Und dann hat er gesagt, wir dürfen auf die Wiesn gehen. Wer aber auch dabei ist, war echt super, super lustig. War eine klasse Stimmung, wenn man im Schützenzelt. Und ja, der Abend wurde halt immer lustiger. Ja, sagen wir so. Gehen wir mal kurz auf die Tabelle. Platz 3 momentan. Ich meine, mal ganz ehrlich, die Tabelle interessiert uns ja nicht, weil wir wollen ja so viel wie möglich Punkte sammeln, damit wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt haben. Aber ist es nicht trotzdem irgendwo ein geiles Gefühl, mal auf dem Platz 3 zu stehen in der Regionalliga? Richtig, richtig geiles Gefühl. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Blauen unter uns, das passt. Aber ich habe auch vor der Saison gesagt, natürlich auch mit einem Schmunzeln, aber für mich, ich habe noch nie gegen Abstieg gespielt und ich spiele auch nicht mit gar keinem Abstieg. Okay. War etwas lustig gemeint, aber es passt. Aber bisher ja, passt es ja. Wenn du Wort hältst, dann sind wir ja alle zufrieden. Aber wie sieht das die Mannschaft allgemein? Ich meine, guckt ihr eigentlich wirklich auf die Tabelle oder sagt ihr euch, hey, jetzt wieder Punkte gesammelt und wir wollen bis zur Winterpause so viel, dass wir dann sagen können, vielleicht haben wir da schon rechnerisch uns so abgesetzt, dass wir gute Chancen haben? Natürlich gucken wir auf die Tabelle, aber es ist eher immer so mit einem Schmunzeln und jeder macht halt seine Scherze. Aber im Endeffekt hat der Daniel uns schon allen auch klar gemacht, dass wir wirklich erstmal Punkte sammeln wollen, weil die Punkte, die wir jetzt sammeln, die nimmt uns keiner. Die Rückrunde wird immer schwerer, weil viele Vereine nochmal was tun werden. Vor allem die Zweitmannschaften werden nochmal Gas geben, vermute ich mal. So ist es, genau. Und deswegen Punkte sammeln, was geht. Und zum Ende hin weiß man ja auch nie, wie es dann wieder ist. Wir haben jetzt eine Verletzten-Miserie gehabt, die wir jetzt gut kompensieren konnten auch noch. Und wenn sowas wiederkommt, weiß man nicht, ob man halt dann so viele Punkte auch in der Zeit holt. Und deswegen immer weiter Punkte holen, das ist das Wichtigste. Und wir freuen uns über jeden Punkt, den wir haben. Und Tabelle ist immer nur schmunzeln, dass wir alle lachen können drüber. Du sagst alle, macht Daniel denn auch ab und zu einen Spaß oder ist er dann immer Realist und holt euch sofort wieder auf den Boden der Tatsachen? Also ich habe noch keinen Spaß von ihm mitbekommen, aber ich denke, dass er hin und wieder auch mal ein Späßchen macht. Aber er ist schon ein Realist, er ist ein guter Fachmann, also er macht es wirklich sehr, sehr gut, seine Arbeit. Ich habe nochmal viel lernen dürfen in der Zeit, ich hoffe, ich lerne auch noch mehr. Aber er ist dann eher schon der Realist und sagt uns, Jungs, wir haben noch gar nichts geschafft und er möchte genauso die Liga halten wie jeder andere, glaube ich, in dieser Mannschaft.
Ja, und wer Daniel ja auch kennt, ich meine, er würde am liebsten mit uns sofort aufsteigen, wenn es möglich wäre, da brauchen wir auch nicht drum reden, aber er weiß auch ganz genau, woran er bei euch ist, er pusht euch, er baut euch auf und wenn wir damit die Klasse halten, wäre doch genial, oder? Dann gibt es eine riesen Party, oder? Auf jeden Fall, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Klasse halten, also ich wünsche es mir auf jeden Fall auch und die Party, die, ich glaube, danach brauche ich eine Woche Urlaub, das ist schon mal klar. Was nimmst du dir jetzt fürs Wochenende vor? Da haben wir wieder ein Heimspiel. Willst du da vielleicht von Anfang an oder sagst du dir wieder hauptsache Minuten und eine Chance, vielleicht ein Tor? Mal schauen. Ich persönlich habe keine Ansprüche, von Anfang an zu spielen. Wenn ich von Anfang an spielen darf, dann spiele ich's. Dann freue ich mich drauf, dann will ich Gas geben. Aber der Daniel macht die Ausstellung und bis jetzt, egal was er gemacht hat, hat es ja meistens funktioniert. Ob ich jetzt von der Bank gekommen bin oder ob ich von Anfang an gespielt habe, wie zum Beispiel gegen Bayern. Es hat immer irgendwie funktioniert und ich will einfach der Mannschaft helfen, ob es jetzt 90 Minuten ist oder nur 15 Minuten. Am Ende ist halt einfach das Ganze wichtig, dass wir Punkte geholt haben. Ah, du bist immer so zurückgekehrt, finde ich so nett. Dann zeig uns die Leistung und jede Minute, die du spielst, erfreuen wir uns natürlich, weil du uns auch ein bisschen natürlich auch ein bisschen Spaß auf dem Publikum auch mitgibst. Da freuen wir uns drüber. Wir verabschieden uns jetzt, würden uns natürlich freuen, wenn wir uns am Wochenende wiedersehen im Seestadion. Um 13 Uhr geht's los. Viel Spaß bis dahin. Auf Wiedersehen. Kommt's vorbei.